Hi, hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine Reaktion auf die Reaktion von radikale Erleuchtung. Okay, radikal, ja, Erleuchtung weniger. Und zwar geht es da um das Interview, was ich mal gegeben habe, mit dem Titel »Warum ich Atheist bin«. Und er sagt, macht daraus dann »Christ spricht Klartext«. Und dann irgendwie ein Smiley und dann Reaction dahinter. Na gut, also, mir ist gesagt worden, da gab es eine Reaktion darauf, also war ich richtig gespannt auf die Reaktion auf mein Interview. Aber ich wurde innerhalb von Sekunden wirklich enttäuscht. Es lohnt sich auch eigentlich nicht, aber naja, ich antworte trotzdem mal. Ich weiß schon, warum ich fast immer direkt am Anfang die Definitionen der Wörter bringe, die ich diskutiere oder benutze, zumindest meistens. Der Typ hier vom Kanal Radikale Erleuchtung, der benutzt irgendwie seine eigene Sprache mit eigenem Vokabular. Nur hilft das nicht bei der Kommunikation. Also auf gar keinen Fall. Er sieht irgendwie finde ich seine Arroganz und seine Überheblichkeit, ne? Irgendwie verhindert das rationale Denken. Und er sieht dann eben irgendwie nur diesen Ausweg aus der Realität im Gebrauch der eigenen Wörter. Anders kriegt er das irgendwie nicht hin. Also nochmal zum Mitschreiben. Ich bin ein Mensch ohne Götterglauben. So, das ist doch nicht schwer. Das ist doch nicht schwer zu verstehen, oder? Warum kapiert er das nicht? Und das ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, dass er es nicht kapiert. Ich bin da nicht zweideutig oder ungenau und sage nicht, dass ich das Wort Atheist lächerlich finde, wie er behauptet, sondern ich hasse es sogar. Der Stefan sagt dann, naja, er findet das eigentlich so in der Art lächerlich. Und warum? Naja, weil eben solche Menschen wie der hier im Video nicht gewillt sind, ehrlich und logisch zu denken, sondern selbst banale Sachen runterputzen müssen. Aus Angst vor der Realität. Naja, und deshalb erfindet er etwas, was ich ja gar nicht gesagt habe. Die Frage ist nur immer, warum tritt man dann als Atheist auf? Bitte, wo mache ich das? Ich tue alles, um das Wort zu vermeiden. Ich kann auch als Radfahrer in einer Sendung über Kartoffeln auftreten, ohne eine Kartoffel zu sein. Also trete ich nicht als Atheist auf, sondern als Mensch ohne Götterglauben. Aber es stimmt schon, sehr viele Sachen oder sehr viele Leute sind halt einfacher zu erklären durch solche Wörter wie Atheist, obwohl ich das Wort wirklich nicht mag. Ne? Aber gut. Also mit Logik hat hier radikale Erleuchtung irgendwie, da hat er das nicht so. Ne? Also, und sagt, die atheistische Haltung ist so und so. Ich werde den Teufel tun und von einer atheistischen Haltung reden. Warum muss er erst was erfinden? Ich bin doch im Interview ganz klar und deutlich. Um Standpunkte einzuordnen. Oh Mann, also das wird jetzt hier wirklich irre primitiv. Ich habe es doch gerade im Video erklärt. Es ist doch nicht schwer. Und jetzt so von der Wahrheit abzuweichen, das bringt doch nichts. Oder ist das die christliche Vorstellung von Moral? Natürlich ist das völliger Quatsch. Etwas nicht ohne Beleg zu glauben, ist kein Standpunkt oder ein Weltbild. Es ist die Ablehnung einer unbelegten Behauptung. Mehr nicht. Ich streite also auch kein Gottesbild ab, sondern lehne leere Behauptungen ab. Das habe ich doch alles ausführlich erklärt. Ist das wirklich so schwer? Ha, es geht doch um Glauben. Im Gegensatz zu Gnostik und Agnostik, wo es um Wissen geht. Nicht um persönliche Einbildungen, Halluzinationen oder Visionen, sondern Wissen. Da muss man mal ein bisschen in die Epistemologie reingucken. Er schmeißt hier aus Ignoranz völlig verschiedene Sachen durcheinander. Der altbekannte Kategoriefehler. Also Gnostik als Beschreibung und Gnostik als Religionszweig. Wir sind verschieden. Der Agnostiker ist jemand, der weiß, dass er nicht weiß in dem Sinn. Und der Gnostiker kommt meistens mit Behauptungen um die Ecke, die einfach auch
dann unbewiesen bleiben müssen. Ja, aber das ist dann wieder der Bereich Glauben. Da werden wir später noch dazu etwas sagen. Oh Mann, warum nimmt er sich nicht einfach mal ein Wörterbuch? Das Internet ist da wirklich extrem hilfreich. Stattdessen, naja, er merkt wohl, dass er da ins Schwimmen kommt und fängt dann zu blubbern. Aber wozu? Ist doch nicht nötig. Außerdem hätte er jederzeit hier bei Atheismus TV vorbeikommen können und seine Unsicherheiten einfach mal ausräumen können. Aber da hat er wahrscheinlich zu viel Schiss zu. Aber natürlich gibt es viele gute Gründe, daran zu glauben. Im Interview stelle ich klar, dass es keinen guten Grund gibt, an die Existenz von Göttern zu glauben. Also lasse ich es. Und er sagt, doch gibt es. Naja, und dann? Es ist wirklich schwer, hier sachlich und ernst zu bleiben. Er legt mir Worte in den Mund, missrepräsentiert mich und ist hier extrem unehrlich, ignorant und noch naiv. Ey, muss ich so einen Blödsinn wirklich kommentieren und klarstellen? Warum gehen andere Christen nicht mehr zu ihm und klären ihn auf? Warum nicht? Nein, ich setze weder einen Polytheismus voraus, und noch einen Deismus, noch einen Monotheismus, ich setze da gar nichts voraus. Es gibt halt zahllose menschengemachte Götter, auch Einzelgänger, mal als alleinziehend, mal kinderlos. Wo kommt die Welt her, wo kommt die Schöpfung her, warum ist die Schöpfung so gut? Warum muss sich ein Christ so dermaßen blamieren? Er hätte doch fragen können, ist doch nicht so schwer. Warum geht er überhaupt von einer Schöpfung aus, als Basis von allem? Wo bleiben denn seine guten Gründe, an einen der vielen Gottheiten zu glauben? Wo sind sie denn? Das Argument aus Ignoranz, was er hier vorbringt, das kann es doch nicht sein. Das ist doch nun wirklich albern, er ist doch kein Kind mehr. Aber naja, wenn er auf diesem Level da rumtanzt, dann kommen vielleicht auch noch Uhrmacher und der gute alte Pascal auf die Bühne. Ja, ausschließen würde ich es nicht, nach dem, was ich hier bisher gehört habe. Also ich lasse mal die Predigt, also den ganzen nun folgenden Quatsch von ihm unkommentiert. Also nur mal, Dummheit ist halt die eigenen Grenzen zu ignorieren oder nicht zu kennen. Mehr ist es doch nicht. Natürlich gibt es eine Definition für Gott. Er sagt, es gibt sehr wohl eine Definition von Gott, also eine allgemeingültige Beschreibung des Wortes Gott im Duden. Was steht denn im Duden? Ja, nichts. Und vor allen Dingen nichts Allgemeingültiges und eigentlich nur sinnloses Gebrabbel. Was ist denn höchstes Wesen? Und warum gibt es nicht nur eine Beschreibung, die allgemeingültig ist? Außerdem, Kinders, der Duden ist doch kein Lexikon, sondern eine Rechtschreibnormierung. Also auch hier die falsche Kategorie. Auch, ich weiß nicht, es fällt doch sofort auf, dass hier im Duden Propaganda kommt, christliche Propaganda. Und das ist da die Leitlinie. Das ist doch nicht objektiv oder was. Es wird doch hier behauptet zum Beispiel, dass es das Wort Götter gar nicht gibt. Also sowas aber auch. Also wenn ich ein Lexikon wie Wikipedia, ne, einfach sowas nehme, und das ist ja auch stark von Apologeten beeinflusst und teilweise sogar wird es von Apologeten kontrolliert, was ich für den Islam ja detailliert demonstriert habe. Tja, aber selbst da sieht das anders aus. Hier versucht man erst gar nicht eine Definition zu finden, sondern geht sofort zur Beschreibung der Attribute, der Eigenschaften über, eben weil es keine Definition gibt. Wenn ich hingegen zum Beispiel die Definition von Auto abfrage, kommt, wie erwartet, eine allgemeingültige Beschreibung heraus. Die Definition, eben ein mehrspuriges, motorgetriebenes Straßenfahrzeug zur Beförderung von Personen oder Lasten. Und warum gibt es das nicht für Gott? Deswegen bringt ja auch der Christ hier keine Definition. Er sagt, gibt es ja, klar, ist easy, hat aber keine. Sondern er verweist mich dann auf andere Seiten, wie zum Beispiel Duden, die Rechtschreibseite. Warum wohl?
Eben weil es keine allgemeingültige Beschreibung, keine Definition von Gott gibt. Aber sagt überhaupt nicht, wie er das denn widerlegen wird. Also ich bin jetzt tatsächlich sprachlos. Wie borniert kann man denn sein? Wie arrogant und einfältig muss man denn sein, um so eine bescheuerte Aussage zu machen? In dem Interview geht es nicht um die Widerlegung irgendeiner Behauptung oder der Behauptung über die Existenz der diversen Gottheiten, sondern da geht es um eine Darstellung, warum ich keinen Götterglauben habe, mehr nicht. Mann, das gab doch nicht wahr sein. Und er sagt es hier nach 11 Minuten 30, dass es völlig normal ist, wenn man keine Ahnung hat, wenn man ignorant ist, dass man dann ein altes, völlig idiotisches Buch hernimmt, was ja Bibel, Koran und Co. Nummer sind, und dann einfach sagt, ich weiß es nicht, also Gott. So wie letztens ja in der Sendung, es gibt Bäume, also Gott. Auf dieser Ebene sind wir hier. Aber warum macht der Typ hier in dem Video das? Ich habe doch gerade gesagt in dem Video, auf das er reagiert, Apologeten mögen uns doch einfach mit dem ganzen Zeug in Ruhe lassen. Nein, er haut stattdessen auch noch weiter drauf los und blamiert sich hier auch noch maßlos. Warum macht ihr das? Seid doch still, lernt was. Forscht doch mal, anstatt zu beten. Aber ich verlasse mich dann auf, keine Ahnung, auf meine atheistischen Theorien. Kann er auf Verlangen eine atheistische Theorie? Ich wette, dass nein, kann er nicht, weil es die doch gar nicht gibt. Ein Mensch ohne Götterglauben, der hat doch nur eine einzige Antwort auf eine einzige Frage. Glaubst du, dass es Götter gibt? Nein. Mehr ist da doch nicht. Kinders, das ist doch nicht so schwer. Da muss man doch nicht tausend Sachen noch dazu tun. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann fange ich doch nicht an zu spekulieren. Ich fange doch nicht an zu lügen, sondern ich mache die wahrheitsgemäße und ethisch korrekte Aussage, ich weiß es nicht. Nur muss man dazu natürlich die nötige Stärke haben und nicht das labbrige Eingeständnis, Gott war's. Also manchmal würde ich am liebsten Schluss machen hier mit diesem blöden Video und diesem ungebildeten Blödsinn und einfach das Video zumachen. Was bitteschön ist denn eine Theorie? Weiß dieser Typ denn, was eine wissenschaftliche Theorie ist? Wieso kapiert er das alles nicht? Wieso kapiert er nicht, dass zahllose Mütter zum Beispiel ihre Kinder belügen und belügen müssen, wenn es um die Identität des Vaters geht? Maria sagt ja auch, es war ein Engel oder eine Gottheit. Wirklich? Warum glauben Christen und Muslime das? Warum? Fängt an die Argumentation mit, wir sind alle ja unwissende Menschen. Ja, darum können wir ja überhaupt nichts wissen über die Entstehung des Planeten. Oh Mann, es wird immer schlimmer. Ich rede von der Entstehung des Kosmos und nicht eines einzelnen Planeten. Junge, pass doch mal auf. Wie Planeten entstehen, das lernt man als Kind sogar in der Schule. Aber eben nicht, wie der Kosmos oder hier unser Universum entstanden ist oder wie das Leben entstanden ist oder eben Bewusstsein. Das wissen wir heute noch nicht, aber es gibt Leute, die sich darum kümmern. Die haben studiert, die haben Informationen bisher gesammelt und gucken jetzt, wie es weitergeht. Ich sag doch nirgendwo, dass wir Menschen alle unwissend sind. Schon wieder eine Falschdarstellung. Und es gibt eben diese Experten, die sich auf die Entstehung des Universums spezialisiert haben. Nun haben wir doch noch keine belastbaren Ergebnisse. Wir haben ein paar Ideen, wir haben ein paar Ansätze, wir haben so eine Richtung, in die das geht, aber eben nichts, was wir irgendwie belegen können. Jetzt gehe ich aber nicht in die Moschee oder Kirche und bete da irgendein nebulöses Wesen an, sondern ich mache etwas Sinnvolles. Ich forsche. Ich suche selber nach Antworten, anstatt mich in einer Moschee oder Kirche zu verstecken und andere die Arbeit machen lasse. Ja, das gab es auch schon in der Vergangenheit. Das ist eben der Schritt von Wissenschaft. Man formuliert Theorien, man hält die für wahr, bis jemand kommt und sagt, nee, das ist ja ganz anders, hat dann bessere Argumente und dann wird auch gut und gerne mal eine Theorie, die schon hunderte von Jahren gegolten hat, eben von heute auf morgen
verworfen. Ja, und das ist natürlich eine Sache, wenn Wahrheit so etwas ist, was immer sich den Trends unterwerft, vor allem den verstandesmäßigen Fähigkeiten von unwissenden Menschen, was er extra behauptet hat, dann würde ich mich einfach nicht darauf verlassen, sondern ich würde auf eine höhere Quelle mich fixieren. Und das ist eben in der Schrift, ja, die Bibel. Also wie blöde muss man sein, um so einen Quatsch von sich zu geben? Ich wollte, ehrlich, ich wollte eingangs eine höfliche Antwort liefern und einfach drauf eingehen und mal erklären, nee, pass mal auf, so ist das nicht. Und so. Aber so dermaßen unehrliches, dieses Rumgehampele und so dermaßen ungebildete Schwurbelei, die machen mich einfach nur wütend. Ich meine, guck mal, ich lerne, ich studiere, ich lese, ich frage, tue alles Mögliche, bevor ich Aussagen zum Islam oder Christentum mache. Und der Typ hier hat null Ahnung, weiß absolut nichts und quasselt da fröhlich vor sich hin und er dreistet sich, das andere zu beurteilen. Ist das etwas, was das Christentum mit einem Gehirn anfängt? Meine Güte, was ist denn verdammt nochmal ein Weltbild, das auf der Aussage beruht, ich glaube nicht, dass es feuerspeiende Drachen gibt? Das ist doch kein Weltbild. Und ich als Mensch, ich persönlich, ich habe bestimmt an die 228 Weltbilder. Je nachdem, aus welcher Perspektive ich da die Welt betrachte. Und Theisten sind da leider arm dran, weil die alles durch die jeweilige Gottheit, deren Doktrin und das darin enthaltene Dogma filtern müssen. Ich brauche das nicht. Ich kann wahrheitsgemäß darstellen, wie es ist, wie es wirklich ist. Und erst wenn ich weiß, wie es wirklich ist, na dann kann ich entscheiden, was ich damit mache. So wie von Gunkel postuliert. Aber das kapieren die meisten Apologeten nicht. Weil der Gottvirus rationales und kritisches Denken eingeschränkt oder wie in diesem Fall ganz abgeschaltet hat. Deshalb redet er völligen Stuss, ohne jegliche Kenntnis oder Information. Der Dunning-Kruger-Effekt lässt grüßen. Warum kapieren diese Leute nicht, dass es mir völlig schnuppe ist, ob eine wissenschaftliche Theorie die Realität exakt widerspiegelt oder nicht, wenn es um einen Glauben an die Existenz von Göttern oder Göttinnen geht? Schnuppe, egal, gleichgültig. Kapiert? Ach, Mann. Bloß weil jetzt die Evolutionstheorie oder irgendeine andere Theorie falsch ist, gehe ich doch nicht los und denke, oh, jetzt muss ich unbedingt an einen Gott glauben. Und dann im weiteren Verlauf des Videos, also ich habe da echt keine Lust mehr. Er springt da von Thema zu Thema, hat aber in keinem Bereich etwas Sinnvolles zu sagen. Der Rest des Videos besteht nur aus Wortsalat, ohne etwas Interessantes zu sagen. Sogar sowas Einfaches wie Rationalität, er kann es nicht verarbeiten. Da wird nur vor sich hingebrabbelt, ohne Verstand oder einem brauchbaren Ergebnis. Da werden nur hohle Begriffe wie christliche Moral. Ja, okay, ich gehe nicht drauf ein, ehrlich. Da wird nur sowas benutzt und dann, I can't believe it, Atheismus neben Satanismus und Islam gesetzt. Es ist eine einzige Katastrophe. Also, ich mache mir da keine große Hoffnung, dass dieser Mensch noch erreichbar ist und auf Tatsachen, Realität, Wahrheit irgendwie positiv reagiert. Schade eigentlich, dass so viele Gehirne nicht zur Verfügung stehen, um die wirklichen Probleme auf diesem Planeten zu lösen. Na, und das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Video dann.